Alex, sag mal hallo! Hallo! Wunderschönen guten Tag! So, Mick hat heute bei 1 Auto, 2, 3, 0. So, was machen wir heute? Wir wollen mal ein kleines bisschen hier Onboard-Cam fahren. Ich habe schon längere Zeit zu Hause liegen. Ich habe zu Hause schon mal ausprobiert und ein paar Videos bei der Fahrt gemacht. Sah so. Wo du bei zu Hause liegen bist, ne? Wolltest du mal ewig lange eine Roomtour machen? Eine Roomtour? Ja, musst vorbeikommen. Ich habe gesagt, die mache ich nur mit dir. Leo hat keine Zeit. Leo ist gerade mit 10. Klasse Abschlussprüfung durch. Der geht, von einer Party in die nächste. Der kann gar nicht. Weil er 24 Stunden lang nicht nüchtern ist. Nein, wir machen jetzt heute ein paar Aufnahmen hier. Auch ein paar Backflips und so weiter. Natürlich ohne Karo, schön mit der Cam. Und dann schauen wir mal. Also ich denke mal, die werden nicht natürlich perfekt aussehen, weil das ist jetzt keine GoPro. Ja. Ist kaputt. Bombe. Das Spielchen kennen wir ja. Ich habe heute auch ein Turnigy im Keller getan. Aber 4 Jahre alt für das Geld. Nee, der hat einen Innenwiderstand schwanken von 199 bis 4. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So gut, alles klar. Wir haben hier beste Sommer hier. Beste Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wir sind natürlich hier auf unserem allseits bekannten Bash-Spot, wo der ein oder andere ja schon mal fragt, nicht mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in die Videos und so. Ne? Man muss jetzt einfach mal erklären. Übrigens, das ist das Stativ, was ich sonst auf der Schulter habe. Man muss einfach mal erklären, das andere, die andere Location, die wir haben, die ist zwar auch geil, keine Frage, aber die ist sehr schwer zugänglich für uns, also nur für Arne, weil ich fahre da mit dem Quad runter. Und man steht den ganzen Tag in der prallen Sonne. Hier genau. Steht man, wie man sieht, schön im Schatten. Richtig, hier hat man schön Schatten und so, damit das runde Ding da auf dem Hals nicht so warm wird. Ja, ist klar, wir wollen gleich mal schauen hier, mit meinem Handy aufnehmen den Sprung. Ich werde mal ein kleines bisschen mit dem Outcast fahren. Eine Dachladung und das war's damit. Da ist eine 15 Euro Action Cam, die macht Full HD mit allen Schnicki-Schnacki. Anleitung. Du musst das nicht so machen, ich fahre, du filmst. Nein, Anleitung habe ich noch nie gelesen. Ich hasse Anleitung lesen. Das heißt also, wir dürfen auch keine Dachlandung machen, weil sonst bleibt die Karo heile, aber die Cam ist kaputt. Da die Cam billiger ist wie die Karo, ist das Ganze ja schon mal gar nicht so schlecht. Okay, wir sehen uns gleich. Ich habe hier jetzt eine Hackfresse im Bild. Kackstelzen aus der Kamera. Da ist er, der Doktor, der Arne, der AV Racing. Da ist er, der Outcast, der Arma, der 6S. Ist aber glaube ich ein 4S. Ja, heute darf ich ein bisschen Blödsinn sammeln, hat er mir nicht gesagt. Ein V-Gen habe ich mal ganz weit in die sicherste Zone des Tages gebracht. Hinter der Rampe, da passiert in der Regel nichts. Und wenn die kaputt geht, Quittung habe ich noch, dann reklamiere ich die im Action. Der Arne, der Doktor, der AB Racing. Zieh die Schraube mal richtig fest. Wie ist das sowieso nach jedem Jump einmal? So, starten wir das Ganze mal. Gut. Stell dich mal auf die andere Seite. Ein falscher Sprung, das war's sowieso. Ja komm, du schnack nicht. Ein richtiger Ohr. Ich sag doch, das heißt so nicht. Thank you.
So, Arne, jetzt einen schönen Berkemeier. Geh mal einen Schritt nach rechts, ich komme ein bisschen näher lang. Schöner Berg. Was ist ein Berkemeier? Ein Berkemeier ist mit Vollgas an der Rampe vorbei. Wer hat's erfunden? Der Arne, der Doktor. Modified. Genau, blast der Kamera mal ein. Zumindest dem Akku ist noch nicht schlecht geworden. Das war die Cam. Das waren 2,5-facher. Schätze ich jetzt mal. Arne? Deine Konstruktion hat nicht gehalten. Weißt du, wie man das nennt? Ja. Abglitch. Hast du Schiete an der Ritze, an der Spitze, warst du in der falschen Ritze. Wie auf dem Malle hier im Sand, weißt du? Ja. Alter! Ich hab mir fast in die Hose geschissen!
vorbei, bitte!